Grr, you've beaten us once again. Kill us so we can die with dignity. Boss, personally, I don't really want to die. Silence, soldier! Don't shame us in front of the enemy! You fought well. I'll spare you. However, I'm taking back what you've stolen. Noch mehr Sachen zum Heilen? Wunderbar. Also Stamina, AP und HP können wir damit regenerieren. Wunderbar. This is an insult to our honor! It's the same every time! Was, bist du so scharf drauf zu sterben, Alter? They are the best punching bags in the world. Jun Nama was right. Keeping them alive keeps the guards and I in view. Nett, sehr freundlich. Wow! Wer ist das denn? Okay. Der Angriff kam jetzt unerwartet, aber wer ist das? Ich glaube, das war nicht so geplant. Operation Panther aborted. Moving onto the Rhino phase. These guys are attacking Zama? What's happening? The orders are to capture the target alive. Get him! The target? I don't know who you are, but nobody attacks Zama without incurring the wrath of the king. Come here! I'll give you no quarter! Na gut, ich glaube, das wird ein Kampf, den wir nicht gewinnen können. Oder? Haben wir eine Chance? There are loads of them. I should remember to replenish my stamina and my health if the going gets tough. Also dann. Okay, jetzt eine Einführung in Items. Das scheinen wir mit dem Steuerkreuz machen zu können. Na gut, okay. Das Blöde ist, ich weiß jetzt nicht, was davon HP ist und was AP und so. HP ist grün, ne? Okay, AP sind blau, so wie es aussieht. Und die Stamina ist dann das rosa, ne? Alles klar. Also, ob ich mir das merken kann, ist die andere Frage. Gut, the favorites hat displays items. You want to access quickly while playing. Ja, also, Schnellzugriff, ganz normal. Dress the D-Pad Button, ja, drück einen Steuerkreuzknopf entsprechend der Position des Items, das wir benutzen wollen. Die Farbe des Pfeiles neben dem Objekt zeigt an, welche Einheit wiederhergestellt wird. Der Wert unter dem Item gibt an, wie viel wir noch haben davon. In unserem Kalu, was auch immer ein Kalu ist. Ich nehme mal an, unsere Tasche. Okay, habe mein Auge auf deine Werte. Wenn sie niedrig sind, dann gibt es eine sichtbare, eine visuelle Anzeige oder einen visuellen Hinweis auf dem Bildschirm in der Farbe des Wertes, der niedrig ist, um mir anzuzeigen, dass ich einen Gegenstand benutzen sollte, der mir das wieder auffüllt. Gut. Na dann. They have spears and a long reach. I have to dodge around to... Was? I have to dodge around to hit them? Ja, okay. To hit them. Okay, Advanced Movements. Drücke RT und drücke den linken Stick in jegliche Richtung, um eine Astralprojektion zu performen. Das ist eine sehr schnelle Bewegung über eine kurze Distanz, um... diversen Attacken auszuweichen. Diese Technik braucht Stamina. Du kannst auch Astralprojektionen in der Luft benutzen, aber diese können nicht benutzt werden, um Höhe zu gewinnen.
Drücke X direkt nach einer Astralprojektion, um einen Penetrationsschlag zu performen, auszuführen. Einen durchdringenden Schlag, sagen wir es mal so. Enzo wird die Astralprojektion anhalten, wird die Astralprojektion mit einem kraftvollen Ellbogenschlag beenden. Durchdringende Schläge sind ein guter Weg, um aus ernsthaften Situationen herauszukommen, aber da diese Technik Stamina braucht, solltest du ein Auge auf deine Stamina haben. Durchdringende Schläge können auch gegnerische Blocks durchbrechen. Sie können sie außerdem auch paralysieren für eine über einen kurzen Zeitraum zumindest. Einige Bosse sind davon nicht betroffen. Du kannst einen Vorteil aus der kurzen Zeit ziehen, die sie paralysiert sind, um Kombos durchzuführen oder eine Kombination aus verschiedenen Techniken auszuführen. Drücke oder halte X und lasse es los, um einen aufgeladenen Schlag durchzuführen. Dieser Skill ist eine Alternative zum durchdringenden Schlag. Mit demselben Effekt. Okay, warum nicht? Ja, der einzige Unterschied ist, dass wenn der Gegner nicht blockt, wird er zurückgeschlagen. Über einen gewissen Weg zurückgeschlagen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich hasse es, simultan zu übersetzen. Weil es einfach nicht gut funktioniert, da die Satzstellung immer geändert wird. Deswegen mache ich das halt auch nicht gern. Aber ich dachte mir, zumindest für die Instruktionen können wir das ja mal machen. Gut, dann wollen wir mal. Surrender, King Osama! We also know how to use astral projections. You can't possibly win. Whoa! Okay. So, weich mal ein bisschen aus. Soweit klappt das ganz gut. Oh, shit. Okay. Alles gut soweit. Wir springen mal raus. Wir sind noch ganz gut dabei, würde ich sagen. Und die Leute sehen gar nicht mehr so gut aus von ihrem Leben her. Von daher könnte das sogar was werden hier. Jawohl, weg mit euch! Gib mir mehr! Habt ihr noch mehr? Nein! Kampf geschafft! Wunderbar! Level 4 für uns! Sauber! Those guys ran towards the palace. I hope Aaron and the others are all right. Can't make out Nama's aura either. She's never there when I need her. Ja, die scheint ja das Dorf verlassen zu haben, oder? It seems like the Kalus have grown. And I should speak to my wounded soldiers to find out what happened. Okay. Die Kalus sind also Pflanzen, wie es aussieht. Kalus sind, was sind denn Girls? Ja, irgendwelche Pflanzen halt. Die Informationen oder Gegenstände enthalten. Wenn der Dialogknopf über den Dingern auftaucht oder über Enzo auftaucht, dann drücke X, um mit den Kalus zu interagieren. Einige Kalus können nur einmal benutzt werden, danach werden sie austrocknen und sterben. Das ist irgendwie ziemlich traurig. Okay. Öffne Kalus, um nützliche Gegenstände zu erhalten. Defender of Zama haben wir jetzt freigeschaltet. Wunderbar. Irgendwie sieht das komisch aus mit dem Speer auf dem Rücken, wenn er läuft. Na gut, wo war denn das Ding? Hier war doch irgendwo so ein Kalu, ne? Ja, hier. So, mehr zum Heilen. Wunderbar. Wir haben es ja jetzt gar nicht gebraucht. Der Kampf lief auch so eigentlich ganz gut, muss ich sagen. So, immer her mit dem Kram und dann schauen wir doch erstmal drüben vorbei, ob es unseren Wachen noch halbwegs gut geht. Oh, wir können ja hüpfen. Ich dachte, das geht bloß im Kampf. Alles okay mit dir? Nein, ich glaube nicht. He's not moving anymore. Das ist ärgerlich. Ich glaube bald, die werden wohl alle tot sein. Immer her mit dem Zeug. Pardon me, King Enzo. There were too many of them.
protect Zama. You fought for Zama. Rest in peace. I will handle the rest. Your Majesty, watch out for the Reno. Reno? Have you seen Nama Yode? Rest in peace. Die kommen da nicht wirklich mit dem Rhinoceros hier an, oder? Das wäre... ja, seltsam. Ich will nicht gegen einen Rhinoceros kämpfen. Haben wir jetzt eigentlich... ne, den Chef von der Bande, den haben wir noch nicht bekämpft, ne? Der ist, glaube ich, nicht dabei gewesen. Ich schaue noch mal ganz kurz in die Hütten rein. Ah, okay, geht nicht. I have to get to the palace. I'm worried about Aaron. Ich dachte mir, vielleicht liegen ja jetzt noch irgendwelche Gegenstände drin, aber das ist nicht vorgesehen, dass wir jetzt nochmal da reingehen. Von daher schnell zum Palast. Da gibt es auch sicherlich noch ein paar mehr Angreifer zu klatschen. Oh ja, da stehen sie schon. They defeated the entire palace guard? They're not so strong. There's something else. An aura around the palace. I've got to hurry so I can save Aaron and the others. The lion cub has escaped the net! I repeat, the lion cub has escaped the net! Diese geilen Codes von denen sind der Hammer. Turtle shell maneuver! Barricade the stairs! Reinforcements are coming! They want to block the way through. I have to get through. Na dann. Zeit für den nächsten Kampf. So, die sollten wir hinkriegen, glaube ich, oder? Also, der Kampf davor lief ja jetzt eigentlich wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Wenn die jetzt genauso drauf sind... Ach Gott, was ist das denn? Schaut mal, was das denen abzieht, wenn ich die Spezialattacke mache. Die Astralprojektion. Der Wahnsinn. Okay, ich sehe gerade, die Stamina füllt sich ja auch so auf, aber der Rest nicht, wie es aussieht. Da müssen wir mal ein bisschen mit gucken. Habe ich den gerade mit dem Felsen erschlagen? Okay, wir haben alle besiegt. Ich weiß nicht, was das jetzt mit dem Felsen war, aber in Ordnung. Weiter geht's. Unser Weg ist frei. Ich werde aber erstmal ganz kurz hier den Toten... Ach, der ist noch gar nicht tot. Den sterbenden Wächter noch ausnehmen, insofern er irgendwas hat. Your Majesty, he's come back, the Reno man, take my reserves. Oh, das geht mir auf die Stimme, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz was trinken. Ah, ich sollte das nicht tun, ich sollte nicht so reden. Is Aaron safe? When I left the palace, she was safe in hiding there. I have to hurry. Na jetzt aber husch, Mensch. Ach, ich glaube, zu dem kommen wir nicht, oder? Nee. Aber der nächste Kampf wartet schon. Und diesmal scheint auch der Captain von der Bande mit dabei zu sein. Get out of my way! Zama Four Formation! He mustn't get through or Reno will make us pay for it! Reno? This aura? No, couldn't be. Just my luck. Reinforcements. Na klasse. Es wird immer besser. Na dann, auf zum nächsten Tanz. It's like they're anticipating my reactions. Na gut, die sind jetzt auch nicht so schwer vorherzusehen, oder? Reno, only someone who knows Zama well could have come up with tactics like this. I have to force my way through. It won't be easy. There's a lot of them. So much the better if you're all there. I'll make you pay for every Samian soldier you've killed. Auf geht's. Also dann. Zeit, dem Chef von der Gruppe mal die Fresse zu polieren. There are two group leaders this time. I have to stay focused and get the timing just right.
2 Leaders? Okay. Give up, King of Sama! I will shed your blood in your own river! You don't know who you're dealing with! Genau so sieht's aus, Freunde! Und schon liegt die Hälfte von euch am Boden. Oh ja, Bitches! Oh yeah, komm in die Luft, genau, so will ich das sehen. Okay, wir gehen mal ein Stück rüber. Und holen ihn uns wieder. Das war's für dich. Die Luftangriffe klappen gut. Heißt der Angriff Saint Anger da unten, den wir haben? Den wir mit Y auslösen können? Das finde ich irgendwie geil. Okay, wieder Level Up. Und wir können weiterziehen.